Und damit willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen mit Medieval Dynasty und starten ein neues Spiel. Allerdings muss ich noch ein bisschen in den Einstellungen gucken. Ich habe nämlich schon ein Spiel gestartet. Kein Durst, unbegrenzt Spiel tragen, nicht? Nee, das ist alles Standard wieder. Okay, ich habe nämlich so ein kleines, ja, so eine kleine Proberunde, sage ich mal, gemacht. Wir haben hier ein Spiel, das ein Aufbauspiel ist. Eigentlich ist das ein Survival. Wir müssen nämlich dafür sorgen, dass unsere Blutlinie, unsere Dynastie quasi fortbesteht. Und Ziel ist es eigentlich, ein Erbe zu bekommen. Und das Nebenziel ist quasi die Dorfgründung, kann man so sagen. Wir gehen mal rein. Ich habe noch nicht allzu viel. Oh, ich bin jetzt mal ruhig. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Dum dum. Ich hoffe, das klappt auch. Was ich sagen wollte. Ich habe ein Spiel schon gestartet, aber noch nicht allzu so viel gemacht. Ich habe irgendwie 5 Bewohner und ein Erbe. Das habe ich schon ausprobiert. Allerdings ist der jetzt zuletzt erst geboren. Und jetzt starte ich schon das neue Let's Play, sage ich mal. Also weiß ich noch nicht, wie das so genau funktioniert. Genauso wenig wie mit der Landwirtschaft und so. Weiß ich auch noch nicht. So, lassen wir mal einmal laden. Schön, ein neues Leben. Ja, das hoffe ich doch. Wir müssen nach Gostovia. Ist das richtig? Sprich mit den Kastellanen. Okay, das machen wir dann mal. Vorab gucken wir uns doch mal an. Ne? Ich habe ja jetzt schon ein wenig an. Nicht viel, aber ein bisschen. So, hier haben wir einmal das Inventar. Wechseln wir eben zu der Maus. Geht das? Geht es? Geht nicht. Es geht, aber wird mir nicht angezeigt. Okay, wunderbar. Auf jeden Fall heißen wir Rasimir und sind gerade 18 Jahre alt. Haben hier unsere Schnelltasten, wo wir einige Gegenstände platzieren können. Dann haben wir noch die Gesundheitsanzeige, Hungeranzeige, Durstanzeige, Vergiftung und ich glaube Alkohol müsste das sein. Ja, dann auf der anderen Seite haben wir dann Kälte, Wärmeanzeige. Darunter, die weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Resistenz. Das müsste die Resistenz sein. Und ganz zum Schluss müsste irgendwelche Heiltränke oder sonstiges sein. Kommen wir hier hin, da haben wir das Inventar immer die volle... Hey! Hallo? Die volle Ansicht, ja, des Inventars, was wir alles haben. Dann haben wir hier einzeln die Werkzeuge, die Kleidungsstücke, Nahrung, ne, Verbrauchsartikel, Sachen für die Herstellung und einmal sonstiges. Gehen wir weiter, dann sind wir im Punkt Fertigkeiten. Da haben wir jetzt verschiedene Sachen. Oh, guck mal, den kann ich noch gar nicht machen. Das war eigentlich der, den ich geplant habe, sofort freizuschalten. Meister der Zerstörung. Nee, den wollte ich gar nicht zuallererst freischalten. Das war auf einer anderen Seite. Naja, egal. Auf jeden Fall können wir hier mit unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern. Ja, zum Beispiel in der Jagd, in der Landwirtschaft, Diplomatie. Da, das meinte ich. Empathie. Ganz wichtig. Das habe ich in dem anderen Let's Play, wollte ich jetzt gerade schon sagen, in dem anderen Spielstand noch gar nicht. Dann haben wir noch hier Überleben.
Und die Produktion, genau. Bei Jagen ist... Wo ist ein Jagen? Hier ist Jagen. Da ist das ganz wichtig. Das habe ich auch noch nicht freigeschaltet gehabt. Aber das sind so Sachen, die lernt man sowieso dann erst immer nach und nach. Und hier haben wir die einzelnen Quests. Nebenquests, Geschichtsquests und Kapitelquests. Und auch noch Herausforderungen. Das sind die, noch abgeschlossen werden müssen. Das sind die Gescheiterten. Ja, und das sind, keine Ahnung, die Ereignisse. So, dann haben wir hier schon mal die Karte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal nach hier, nach Gostovia. Ja, einfach geradeaus. Wunderbar, geradeaus. Ganz toll. Verwaltung, das kommt später noch. Hier haben wir noch die Technologie. Das heißt, einzelne Gebäude werden hier dann freigeschaltet. Wie zum Beispiel Materiallager, die Jagdhütte, Nahrungsmittellager und die Werkstatt. Und dafür können wir uns dann immer noch einzelne Sachen, ach, ich komme da jetzt gerade nicht drauf, weil ich noch nichts habe, freischalten, wie zum Beispiel das Rezept oder das Schemata für den Bau eines Sitzbaumstumpfes. Ja? Wunderbar. Gehen wir weiter. Starten wir mal. So, wir könnten jetzt schon mitnehmen. Aber normalerweise, wenn ich jetzt hier auf dem Weg wäre, würde ich doch nichts mitnehmen und sammeln. Ne? Das wäre ja eigentlich komplett schwachsinnig, oder? Aber wir müssen sammeln. Ah, schönes Spiel, muss man echt sagen, schönes Spiel. Lief auch einigermaßen flüssig, muss ich sagen. Bis auf ein paar Mal. Da hat der Rechner wohl irgendwie was anderes noch nebenbei gemacht und dachte sich, es wäre jetzt eine gute Idee, die Frames so ein bisschen runter zu droppen. Aber sonst läuft es eigentlich ziemlich gut, ziemlich flüssig. Ah, schön. Gut, gehen wir mal mit ihm quatschen. Springen können wir. Ganz wichtige Geschichte, ne? Oh, Entschuldigung. Hallo, grüß dich. Ach, guck mal hier, der Kleine oder die Kleine. Was bist du denn? Olga, die kleine Olga. Guck mal, wie sie läuft. Schön ausbalanciert. Nice. So weit war ich leider noch nicht mit meinem Erben. Der war noch auf dem Arm. Wo ist die Kleine? Ich weiß auch nicht, kann man mit denen sprechen? Ich habe keine Ahnung, was sie für eine Funktion haben. Ob man sich um die kümmern muss. Hello, Mister. Oh, die kann sprechen. Alter, 5 ist die. Die ist schon 5. Schon gut. Lauf weiter. Ah, oh, nice. Ich bin mal echt gespannt, wie das dann ist, wenn man seinen eigenen Erben hat. Was man mit dem machen kann. So, wir müssen jetzt mit dem Kollegen hier sprechen. Unigost. Unigost, grüß dich. So, diese Augen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie je wiedersehe. Eines blau wie der Himmel und das andere schwarz wie ein Klumpen Kohle. Geht es dir gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Also bist du kein Geist? Gut. Ich war kurz davor, mir Sorgen zu machen. Hahaha. Aber deine Augen... Du siehst aus wie er. Tut mir leid, du hast mich wohl mit jemandem verwechselt. Ich bin neu in der Gegend, gerade erst hier im Tal angekommen. Um genau zu sein, mein Name ist Rasimir. Ich. Der Sohn von Wanda, nicht wahr? Der Neffe von Jordan. Was? Du kanntest meine Mutter? Nicht wirklich. Aber ich habe von ihr gehört. Wir sind uns nie wirklich begegnet. Jordan wollte seine Familie lieber getrennt halten. Ich fürchte... Das verstehe ich nicht. Das wirst du bald. Warte. Was meinst du mit kanntest? Geht es ihr gut? Ich hoffe, das tut es. Wo auch immer sie jetzt ist. Ich habe beide meine Eltern im Krieg verloren. Ich habe beide meine Eltern im Krieg verloren. So. Verdammt. Diese Welt. Wie kann so grausam sein, wie sie schön ist. Das tut mir leid, mein Junge. Niemand sollte so jung schon seine Lieben verlieren. Ist schon in Ordnung, sie sind gestorben, damit ich leben kann. Und ich habe fest vor, das beste Leben zu leben, das ich leben kann. So ehre ich ihr Opfer. Ja, mir ist nicht wirklich danach, drüber zu reden. Natürlich, mein Junge, natürlich. Entschuldige. Du hast meinen Onkel Jordan erwähnt. Eigentlich bin ich hergekommen, um ihn zu finden. Oh, Rasimir, ich hasse es, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein.
Aber dein Onkel weilt nicht länger unter uns. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Es tut mir ehrlich leid. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlen musst. Er war ein guter Freund von mir. Also war es das? Ich bin der Einzige, der noch übrig ist? Oh nein, das kann nicht sein. Was ist passiert? Keine Sorge, er ist friedlich gestorben, im Schlaf. Er musste nicht leiden, das kann ich dir versichern. Was mache ich denn jetzt nur? Du kannst dich hier frei bewegen und ein neues Leben beginnen, wo es dir beliebt. Hiermit hast du die Erlaubnis des Kastellans, auf jedem noch unbeanspruchten Stück Land in diesem Tal zu bauen oder dort Felder anzulegen. Baue dir ein Haus und dann sehen wir, was dich noch erwartet. Wenn dir danach ist, könntest du sogar ein ganzes Dorf bauen. Bevölkern könnte man es sicher. Durch dieses Tal kommen viele Wanderer, die sich einem solchen Projekt vielleicht anschließen würden. Einfach so? Ich kann das ganze Land dafür umsonst haben? Du musst den König jährlich Steuern zahlen. Davon abgesehen steht dir aber frei zu sein, was dir beliebt. Solange du keine Gesetze brichst, natürlich. Oder dich zumindest nicht dabei erwischen lässt. Das klingt fantastisch. Das Tal ist so wunderschön. Ich glaube wirklich, dass ich hier bleibe und mich davon überraschen lassen werde, was das Schicksal noch für mich bereithält. Ich bin froh, das zu hören. Materialien für deinen weiteren Vorhaben findest du beinahe überall. Heb ein paar Steine und Stöcke vom Boden auf und du kannst bereits eine einfache Axt daraus herstellen. Damit kannst du dann Bäume fällen und sie in Holzstämme zerteilen. Aus ihnen wiederum lässt sich ein hölzerner Hammer fertigen, der bekanntlich bei jedem Bauvorhaben unverzichtbar ist. Ich bin sicher, du wirst das alles schon meistern. Sobald du ein Dach über dem Kopf hast, komm nach Gostovia zurück und sprich mit meiner Frau. Sie heißt Dobronja und sie kümmert sich um die Schenke hier. Sag ihr, dass sie dir etwas zu essen geben soll. Du musst völlig ausgehungert sein und wenn du schon dort bist, bring uns noch ein paar Flaschen Bier mit. Dafür erzähle ich dir dann ein bisschen über Jordan. Pass mal auf, weißt du was, da machen wir jetzt mal eben ganz kurz. Rohstoffe sammeln. Alle Grundstoffe können in der Wildnis gefunden gesammelt werden. Stöcke sind am einfachsten zu finden, wohingegen Steine und Kräuter etwas schwieriger zu entdecken sind. Bewege den Mauscursor so über den Gegenstand, der dich interessiert, dass du seinen Namen lesen kannst. Na gut, das brauche ich jetzt nicht mehr, das kenne ich schon. Das können wir gleich machen. Okay, sie gibt mir nichts. Das war eine Lüge. Okay, gut. Ist auf jeden Fall richtig nice. Wir kommen hier an. Ne? Uns wird angeboten, nicht hier im Dorf zu leben. Ja, irgendwie ein Haus hier hinzubasteln. Sondern wir dürfen einfach hier das ganze Land besiedeln. Ja, egal wo, wir können hier bauen und leben. Und das werden wir auch machen. Und ich werde das so wie beim ersten Mal machen. Und zwar werde ich mir an dem Ton vorkommen, was ich jetzt noch nicht wirklich brauche. Aber hier war eigentlich so eine angenehme Stelle. Nur für den Anfang, ja. Ich werde jetzt ganz, ganz langsam machen. Ein kleines Häuschen bauen. Eine Frau suchen und dann irgendwann umziehen. Oh, Ausdauer. Ah, hier haben wir das Tonvorkommen. Da können wir dann später mit der Schaufel ein bisschen Ton scheffeln. Um das dann später für die Isolierung zu verwenden. Jetzt müsste ich jetzt nur noch mal gucken, wo ich so ungefähr eine gerade Stelle finde. Das ist hier so ein kleiner Hang. Haben wir hier eine... Nee, das ist einfach nur so ein Stück. Ja, ich würde sagen, einfach hier wirklich. Also, es geht jetzt erstmal nur darum, dass man sich ein bisschen erstmal aufbaut. Später werde ich dann umziehen. So, ich brauche 6 Holzstämme. Aber vorher benötige ich erst einmal breitwegerig. Ich habe jetzt gerade überlegt, was will er mir jetzt gerade sagen damit? Jetzt weiß ich das, weil ich habe hier nichts gesehen. Er meint hier eigentlich nicht die Blume. Aber er meint eigentlich eine Blume. Okay, ich muss sammeln. Wir fangen an. Stock. Ein Stock. Und ein Stock. Hier haben wir noch einen Pilz, eine Speiselmorchel. Aber ich brauche, da, Stein. Und einen Stein. Das reicht erstmal für den Anfang. Und dann kraften wir uns ein, nur ein Messer kann ich mir kraften.
Egal, haben wir aber dann schon mal. So, Messer ist am Start. Messer ist da. Guck. Stein. Ein Zweig. Nehme ich auch. Stock, was möchte er? Wie viele Stöcke ich jetzt schon gesammelt habe? Was möchte er? Ah, jetzt steigt er wieder. Guck mal, extra für mich platziert. So, jetzt kann ich eine Steinaxt craften. Craften. Ne, mir fehlt noch ein Stein. Ein Steinchen. Bäume fällen. Das machen wir gleich auch. So, jetzt können wir einmal die Steinaxt craften. Gehen dann in unser Inventar, weil bei mir ist das meistens nicht ausgerüstet. Genau, ist nicht ausgerüstet. Legen das auf 2, das spielt erstmal gar keine Rolle. Und können dann in diesem kleinen Interface die Steinaxt auswählen und anfangen, die Bäume zu zerkloppen. Ne, der gute Ahorn. Immer drauf achten mit der Ausdauer, die geht nämlich auch runter. Und natürlich auch Durst und Hunger bekommt man. Wild mit dem Baum hier. Das war nicht clever, das am Hang zu machen. Das heißt nämlich, das rutscht gleich alles hier wieder runter. Ja, bleib mal stehen hier. Mach keinen Scheiß. So, 6 Stück bräuchten wir für das Haus. Aber wir müssen erst einmal noch 5 Bäume fällen. Und dann brauchen wir noch Stroh. Machen wir. Holy shit, den habe ich aber weggekloppt, wa? Der ist geflogen. So, die Axt verbraucht sich natürlich auch. Und den Stumpf, der übrig bleibt, den können wir auskramen mit einer Schaufel. So, wir sollen dann jetzt gleich erst einmal den... Hier haben wir die Schaufel schon mal. 2 Holzstämme werden benötigt. Wie viel brauchen wir hier? Stöcke 6, Holzstämme 1. Machen wir doch schon mal die Schaufel, dann kann ich das gleich mit zeigen. Das war so falsch. So, da kriegen wir nämlich dann auch nochmal einen Holzstamm. Ich gehe jetzt jedes Mal auf das falsche Menü. Stehen bleiben. Wir packen ganzen Bäume ein hier. Ist mir egal, kenne ich gar nichts drin, ne? Wir machen mal erstmal hier die ganzen Blätter und alles weg, damit man mal sehen kann. Wunderbar. So. So, jetzt fange ich langsam an, zu viel zu tragen. Das heißt, ich stelle jetzt mal den Hammer her. So, hol mir dann Stroh. Ach nee, gar nicht wahr, ich bräuchte noch einen Baum. Oh. Hier den kleinen hier, guck mal. Quatsch. So, der bleibt jetzt hier. Wenn eine Kutsche kommt, Pech gehabt. Ist mir egal. So, hier haben wir die Möglichkeit, uns Stroh zu holen. Hier, ganz viel. Ganz viel Reed ist hier. Ja, ganz viel. Zack. Da würde ich auch erstmal einiges mitnehmen. Obwohl, ich bin jetzt schon wieder fast wieder voll. Das ist so ärgerlich. Komische Stroh. Gebäude, das Gebäudemenü, das gucken wir uns gleich auch an. Das brauchen wir jetzt nicht. Da steht jetzt nicht wirklich was Wildes drin. Er sagt halt nur, wo man das findet, wo das Menü ist und was man damit machen kann. Das machen wir gleich auch. Baue dein erstes Haus. Aber dafür hole ich mir jetzt schon mal ein bisschen Stroh noch. Weil das brauche ich. Und warum ich das jetzt hier hinstellen will, ist, dass ich einfach nicht so einen weiten Laufweg habe. Gerade für den Anfang. Ich könnte es auch hier hinstellen, weil hier ist es ein bisschen... Ja, gerade, und ich habe hier ein Strohvorkommen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mach ich doch mal.
So, auf Gebäude. Jetzt haben wir hier die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Wir haben hier Häuser, wir haben Gewinnung. Gewinnung ist sowas dann wie quasi Holzschuppen. Also jemand, oder wo das Holz gelagert wird, dann natürlich Bergbau. Ein Brunnen, wo Wasser gefördert wird. Besonders gut geeignet für Orte, die nicht am Wasser liegen. Das wollte ich nochmal eben kurz machen. Wieso kann ich nicht rennen? Ich bin voll. Oh oh. Wir haben nämlich hier nämlich die Möglichkeit zu trinken. Ja, dann können wir das direkt auffüllen. Deswegen ist das ganz gut, erstmal hier zu siedeln. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Ich werde nämlich jetzt das Gebäude, unser erstes Gebäude hierhin klatschen, wenn es geht. Oh, das sieht nicht gut aus. Ach, das gehört zu... Oh, ich bin noch zu nah dran. Oh, 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 oh. Ja, komm mir doch nicht so. Was ist mit dir? Oh, nee, das ist ja blöd. Warte mal. Oh, das ist richtig doof. Ich kann leider nicht rennen. So unangenehm. Ja, ist ja eigentlich. Ja, eigentlich ist das ja jetzt erstmal egal. Das wird sowieso wieder abgerissen, das Häuschen hier. So. Den nehme ich mit. So. Jetzt muss ich den Hammer auswählen, wenn ich ihn finde. Ach, den Hammer habe ich noch gar nicht reingepackt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir haben einen Fertigkeitspunkt. Und zwar. Ah, das kann ich noch nicht machen. Ist noch nicht freigeschaltet. Dann werde ich erstmal auf Überlebenskenntnisse. Das würde mir nämlich 5% mehr Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten und 10% mehr Erfahrungsgewinn bei Überleben. Achso, das nächste Level ist das. Okay, mein Fehler. Das war mein Fehler. Holzhammer auf E4. Holzhammer ist ausgewählt. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, durch Drücken von A zum Beispiel das Material zu verändern. Eine Flechtwand würde bedeuten, ich brauche 2 Holzstämme und 6 Stöcke. Und hier bräuchte ich 4 Holzstämme, wenn ich auf eine Holzwand gehe. Und hier brauche ich halt unendlich viele Steine. Und ich würde doch mal... Ja, ich habe da richtig Bock drauf. Ich guck mal. Guck mir das mal an. Hier ist ein mit dem Fenster, da muss ich hier drauf gehen und dann hier. Dann ist das auch ausgewählt. Hier haben wir kein Fenster, das heißt, wir brauchen die Wand. Da brauche ich arsch viel Material, aber ich brauche auch Punkte. Deswegen werde ich das einfach mal so machen. Und ich bin da ein bisschen besser isoliert direkt, wenn ich das mit diesem Holzzeug mache. Ist kein Fenster drin, ne? Also, wäre auch sowas von egal. So, dann haben wir hier oben noch, zack, zack, Holzwand. Dann haben wir nochmal das Dach. Jetzt haben wir hier ein Riebdach. Das können wir mit einem Brettdach machen. Also wir müssen jetzt erstmal beim Riebdach bleiben, weil Bretter kann ich noch nicht herstellen. Leider. Okay. 4 Stück brauche ich hier. Wie viel habe ich denn überhaupt? Okay, ich habe nur 2 Stück gehabt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal einmal Bäume fällen. Damit kann ich dann noch ein bisschen leveln. Huch, was mache ich denn hier? Mann, jetzt habe ich direkt Probleme immer. 1, 2. Mit dem Menü hier. 3, 4, 5. Hey, bleib mal stehen hier. So, 6. Ich komme echt jetzt mit dem Menü hier nicht klar. Das gibt's doch nicht. 7. 8 und die 9. So, jetzt kann ich schon wieder nicht rennen. Aber das reicht doch jetzt erstmal für eine Wand. 2 Wände. 2 Wände kriege ich damit hin. Pass mal auf. Hier, zack. Wunderbar. Klasse. Und nochmal ein. Hier hin, zack. Weiter geht's.
ist jetzt auch nicht so clever gewesen, das jetzt mit dem Material, weil man kommt mit dem ersten Material, was man da hat, also mit den Stöcken, eigentlich ganz gut hin. Aber ist ja egal, wir haben ja Zeit. Und ich finde, das mit dem Holz sieht schöner aus. Muss nur dran denken, dass ich auch jedes Mal neue Stöcker mitnehme. Was natürlich nicht so gut ist. Und die Axt, die muss ich dann gleich nochmal neu herstellen. Das ist jetzt schon zur Hälfte verbraucht. Das gibt's ja nicht. Zack. Federn. 1, 2, 7. Bei 7 bin ich schon. Bin schon bei 7. Da haben wir noch ein. 8. Nehme ich immer so 8 Stück. Mal hier ganze Zweigarmee. Ja, das sind alles Zweige. Kann ich mal alle Zweige mitnehmen hier? Alles, was man braucht, hat man hier. Zack, Holzhammer ist ausgerüstet. Eine Tür machen hier. Wunderbar. Und weiter geht's. Muss auch unbedingt aufs Essen gucken. Ausschau halten. Hä, was war... Den habe ich jetzt sofort da zerkloppt? Jo. Tatsache. Habe ich so oft schon probiert. Hat nie funktioniert. Und jetzt auf einmal, zack, easy peasy ging's. Da haben wir eine ganze Armee von Bäumen hier. Noch dahinter. Das ist dann ganz gut. Ist ja nicht mein Dorf hier, ne? Ist ja nicht mein Dorf. Ich mache das ganze Dorf kahl. Ist mir sowas von egal. Dann bleibt das bei meiner Siedlung. Ah, obwohl, die muss ich auch, da muss ich auch fällen ohne Ende. Schlafen. Ja, schlafen. Um zu schlafen, musst du ein Haus bauen oder ein Lagerfeuer machen. Schlafen ist nur zwischen 19 und 7 Uhr möglich. Ne? Wenn du dich entscheidest zu schlafen, wacht dein Charakter am Morgen des nächsten Tages auf. Wenn du in deinem Bett schläfst, wird eine kleine Menge an Lebenspunkten wiederhergestellt. Das Schlafen am Lagerfeuer heilt dich nicht. Meine Güte. Roll nicht weg. 6, 7. Huch. Hallo. Nimm mit. Nimm mit. Warte auf mich, Haus, ich komme. Lauf nicht weg. Ich muss auch gleich unbedingt aufs Essen achten, aber ich habe ja noch ein bisschen. Proviant habe ich mir mitgenommen, ne? Das ist ja das ganz Gute. Quatsch. Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn hierfür? Da brauche ich auch einen Holzstamm. Oh oh. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, dann brauche ich 1, 2 oben noch. 3, 4. Nahrung. Essen ist lebenswichtig. Wenn deine Nahrungsanzeige auf 0 fällt, verlierst du an Gesundheit. Um das zu verhindern, kannst du dich von der Jagd, durch Sammeln, von Ackerbau und von Viehzucht ernähren. Alle Nahrungsmittel verrotten mit der Zeit und können so eine Lebensmittelvergiftung verursachen. Entdecke verschiedene Möglichkeiten, um sie länger haltbar zu machen. Zum Beispiel durch Trocknen, Salzen oder das Zubereiten von Mahlzeiten. Es wird dunkel. So ein Shit, so ein Shit, so ein Shit. Ich wäre ja schon längst fertig. Hätte ich jetzt nicht die, also die Wände genommen, dann wäre ich schon längst fertig mit dem Häuschen. Aber nein, ich denke ja wieder jetzt hier, ach komm, am liebsten hätte ich dann Steine wahrscheinlich noch genommen. Und die zu finden jetzt hier am Anfang, holy moly. Stehen bleiben. Mann. Hau doch nicht immer ab hier. Oh, ich habe auch noch gar keine Fackelfelden gerade ein. Aber wir haben Gewinnung freigeschaltet. Und vielleicht jetzt schon sogar so weit. Nein, noch nicht. Hm. Okay, mache ich das erste. Jetzt ist das noch nicht so wichtig. Was ist mit dir, Baum? Ach so, du bleibst auch drauf. Okay, gut, bleib auch drauf. Kein Problem. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde rum. Dann werde ich jetzt erstmal hier eine Pause machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.